Dieses Video wird präsentiert von G2A. Kauft Codes, Games und Keys bei meinem Sponsor mit Cashback-Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, meine Freunde. Normalerweise würde ich jetzt für Tryhard Plus Werbung machen, wenn ihr nicht das Lager innerhalb von 4 Tagen komplett leer gekauft hättet, Freunde. Vielen, vielen Dank. Somit ist die Tryhard Plus Geschichte, zumindest was Gaming Booster angeht, unfassbar. Damit hätten wir niemals gerechnet. Alle Dosen weg, tausende Bestellungen. Richtig, richtig krass. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit dem Produkt. Und ich hoffe, ich habe jetzt Spaß in Black Ops 4 mit dem neuen Modus Deathmatch Herrscher. Verdienen Sie Punkte für Ihr Team, indem Sie Feinde ausschalten und Herrschaftszonen kontrollieren. Also das klingt ja wie eine Mischung aus meinen beiden Lieblingsspielmodi Herrschaft und Team Deathmatch. Wenn das jetzt so wäre, dann habe ich vielleicht wieder neue Motivation, das Game zu zocken. Oh, die Lobby sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, Deathmatch Herrschaft. Ich bin jetzt mal komplett gespannt, was mich hier erwartet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde wieder. Let's! Go. So, das ist der Nachteil ist natürlich, dass wir jetzt wieder Specialists haben. Boah, ich nehme einfach den hier, keine Ahnung. So, okay, es gibt Herrschaftspunkte schon mal. Das sehe ich schon mal. Jetzt muss ich nur mal verstehen, was genau hier passiert. Im Übrigen habe ich immer noch die doppelte EP vom Anfang. Okay, wir nehmen erstmal die Flagge ein. Wir gucken mal, wie viele Punkte das jetzt bringt. Ich denke mal, das ist einer der entscheidenden Faktoren. Übrigens hier, ich finde die neue Facecam-Rahmenfarbe echt gar nicht so schlecht, Freunde. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt 50 Punkte bekommen. Was kriegen wir für einen Kill? 100. Okay, ist das jetzt, gibt es hier irgendwie... Okay, da links, die Anzeige sieht schon mal anders aus. Also noch verstehe ich nicht genau, was das System dahinter ist. Noch verstehe ich es nicht genau. Mit genau meine ich, ich verstehe es noch überhaupt gar nicht. Aber na gut, Freunde, wir werden das schon irgendwie rausfinden. Boah, übrigens ist es so hell in meinem Zimmer. Ach du heiliger Hasenstrudel. Okay, nehmen wir mal mit. Und, belastend. Jetzt sind wir bei A gespawnt. Also bisher fühlt sich das an wie Herrschaft. Nur die Kills bringen Punkte. Ach, vielleicht mit einem Multiplikator. Ja, das kann sein. Das heißt, wenn man keine Flaggen einnimmt, dann bringt ein Kill auch keine Punkte wahrscheinlich. Verstehe. Ich glaube, jetzt kriegen die pro Kill 2 Punkte. Das prüfen wir jetzt mal nach. Weil die haben 2 Flaggen. Wir kriegen keinen Punkt. Okay, die haben 3 Flaggen. Ja, jetzt kriegen die bestimmt mehr Punkte. Ja, easy, Leute. So wird das gemacht. 3 Leute geholt. Na komm, Digga. Okay, da kommt gleich einer. Okay, nice one, let's go. Okay, jetzt haben wir wieder 2 Flaggen. Versuchen wir mal die Runde zu gewinnen. Oh, was für ein Spawn, Mann. Ich glaube aber, das habe ich richtig verstanden, das System, oder? Was würdet ihr sagen? Ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Wir müssen jetzt versuchen, jetzt irgendwie zu flankieren und ein paar Punkte zu machen. Ich glaube, man kann sich hier endlich mal drauf verlassen, dass die Teammates sowieso Flaggen capturen, weil das ja quasi immer deren Hauptaufgabe ist. Und da kann man jetzt einfach mal selber ein bisschen auf Kills gehen. Hätte der mir jetzt einen tollen Sniper gegeben, das wäre es komplett gewesen. Okay, jetzt wenn wir jetzt A einnehmen, wäre das natürlich optimal. Ich gucke mal, ob die hier irgendwie einen Cut... Die irgendwie versuchen... Die kommen jetzt bestimmt hier raus, weil die die Flagge safen wollen. Okay, wird erstmal geborgt. Alles klar, dann gehen wir jetzt außen rum. Ah, das ist deren Stacheldraht, wa? Okay. Digga, mit der Waffe hier kann man echt... Auf Long Range ist es nicht so einfach. Alles klar, Digga. Okay, 76 zu 70, Freunde. Okay, das heißt, ich verstehe jetzt, wie es läuft. Wie der Hase läuft. Och, Teammate! Digga, du guckst doch da! Hä? Lol, okay. Hab ich da gerade einen gesehen oder hab ich mir das Ah, doch, ich hab ihn... Alter, ich hab ihn so aus dem Augenwinkel gesehen. Oh, ich wusste, dass ich genau so enden wird, dass ich ihn jetzt nur anschieße. Okay, der Typ ist... Der ist hier. Jawohl, der war One-Shot. Oh mein Gott, diese Fernlenkladung, Alter. Solche Gegner brauche ich öfter mal, Mann. Genau solche, die einfach mal sagen, scheiß drauf, ich schieße nicht zurück heute. Ist ein schöner Tag, schönes Wetter, warum soll ich zurückschießen, Mann? Auf jeden Fall ist es die Kombination aus 2 meiner Lieblingsmodi. Ich weiß nur noch nicht, wie weit es jetzt geht, bis wie viele Punkte. Die werden so hinter mir sein, ich muss so durchsprinten. Der Typ rastet hier komplett aus. Okay, spawnt immer noch hier 100 pro. What the hell, Digga? Was? Gott, Digga, war das lächerlich. Ach du Scheiße. Oh, hätte ich das überlebt, okay, das wäre unmöglich gewesen. Verlieren Alpha. Nein, 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 nein. Die Spezialisten nerven schon wieder so anders heftig. Junge, übertreibt man nicht. Oh, warte, die spawnen hier, ne? Okay, jetzt ist Halbzeit bei 200 Punkten. Ah, okay, nice. Leute, ich schwöre euch, meine Augen, oh mein Gott, sind komplett gerade nicht dran gewöhnt, dass ich hier COD spiele. Die tränen richtig. Ich bin kurz vom Heulen. Nein, oh mein Gott.
Boah, das ist ja so ein Specialist. Habt ihr das da hinten gesehen? Es hat ihn einfach nicht interessiert. Der Stacheldraht macht ihn unsterblich. Das ist wirklich unglaublich, Alter. Ja, was bringt es vorher zu wissen, wenn er ein... Guck mal, er ist einfach der bessere Spieler. Digga, was ist das für eine... Diese AK mit Charlie ist die beste Waffe, die ich je mit eigenen Augen... Komm her, Bruder. Punish, Alter. Einen habe ich hier. Alle da auf B, sehr gut. Boah, der Typ ist so One-Shot, Alter. Hier kommt, glaube ich, einer. Ich hab's gehört. Man, was gehört in Black Ops 4, Freunde? Das ist schon krass. Ach du Scheiße, wird nochmal richtig knapp, Leute. Ich vermute mal, dass es bis 400 geht. Ne? Es ist schon geil, dass die Runden so lang sind. Das muss ich ehrlich sagen. Das gefällt mir gut. Ehre genommen, Ehre gespendet, Ehre entwendet. So, Leute, wir machen noch eine neue Runde hier auf einer etwas cooleren Map, wie ich finde. Militia. Mit der Saug geht's los, Freunde. Und wir spielen nochmal den Modus. So, gucken wir mal. Hallöchen, Brudi, was geht ab? Wir machen jetzt mal den ekligen Move. Oh mein Gott, das wird so gut funktionieren, Freunde. Lass mal kurz, ich zeige euch jetzt mal den besten Move der Welt. In 3 Sekunden kommt einer von links. 1. Ich könnte längst schon B sichern, mache ich aber nicht. Weil gleich kommt einer. 1. 2. Aha. Los, Brudi, alles fresh? Oh mein Gott, Digga. Uiuiui. Er war im Ehrennehmer-Modus. Okay, das Problem bei der Saug ist... Ja, die Map ist eigentlich optimal, da oben ist der Gegner. Das Problem bei der Saug ist... Dass man halt diese Long-Range-Gunfights nicht wirklich easy nehmen kann. Ich bin der beste Spieler der Welt geworden. Okay, Freunde, ich würde sagen, es läuft sehr gut. Nein, er ist da hinten geblieben. Okay, wir müssen eine andere Waffe spielen. Okay, aber nice, Freunde. Na, komm mal her, Digga. Also ich würde sagen, es lief schon mal sehr gut. Wir stehen hier 8-1, ganz entspannt. Das Ding ist halt, mit der Scar ist man halt langsamer als... Digga, das ist halt so krank. Guter Satz, ich weiß. Boah, die Schwertfisch hat mir die Ehre genommen, das will ich sehen. Wie viel Leben der noch hatte. 29. Ach, der hat mit Körperrüstung gespielt. Ehrenmann. Er ist runtergesprungen jetzt gerade, oder? Oh mein Gott, Timing des Lebens, der Arme, das war so unfair. Eigentlich hätte er den Kill verdient, ich mein's ernst. Also die lassen sich auf jeden Fall nicht gratis umbringen, hier die Gegner. Das muss man der Fairness halber mal sagen. Oh mein Gott. Bitte heil dich, heil dich. Ich hab nicht. Ich hab die Spritze nicht dabei, ich Idiot. Oh mein Gott, ich hab die Spritze nicht dabei. Oh mein Gott. Ja, das war klar. Habe ich eine Klasse mit der Spritze? Ah, weil ich den ganze Zeit den neuen Modus gespielt habe. Ich habe keine einzige Klasse mit der Spritze, außer eine Sniper-Klasse. Och Gottchen. Gucken wir mal, ob hier unten eine rumstreucht. Ja, da unten ist einer. Hallöchen, kommt hier jemand rein? Kann ich hier jemanden empfehlen? Hallöchen. Na, bitteschön. Oh mein Gott, okay. Let's go, das Biest. Come on, Marcel. Schöne Szenen. Richtig geile Runde. Kommen wir jetzt mal in den Hellstorm rein. Die drei nehmen wir schon mal gratis mit. Oh, den haben wir echt rausgeholt. Sehr schön. Oh mein Gott, Alter. Zu krass. Ich kann hier nicht... Safe noch einer, oder? Jawohl. Alter, wir liegen hinten? Was soll ich noch machen? Boah. Jetzt muss ich wieder kurz keinen Schaden bekommen. Okay, die könnten mir jetzt entgegenkommen. Sorry, nein. Ich habe seinen Schatten gesehen. Hab Prefire gegeben. Das geht gar nicht. Wie bitte hat er mich geholt? Ohne Stim Injection braucht man das Game halt einfach nicht zocken. Ich mein's ernst. Ich versuche jetzt nochmal den dritten Flaggenpunkt auch noch zu holen, würde ich sagen. Hör mal auf, Alter, dieser Koala-Typ. Übertreibt so hart. Spawn jetzt eh hier, okay. Der erste AFK. Ehrenmann. Verlieren Bravo, okay. Da rushen wir direkt mal hin. Okay, wir haben drei. Nee, warte, komm. Ich will die Flagge behalten. Jawohl. Schön gemacht, Jungs. Schön gemacht. Verlieren Alpha jetzt, okay. Also mal ein kleines Fazit zum Modus. Der Modus gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
er dauert lange, es macht Sinn, Flaggen einzunehmen. Den Sinn habe ich sonst in Herrschaft eigentlich nie gehabt, so. Also von dem Punkt her, richtig, richtig nicer Modus. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also da kann man sich ehrlich nicht beschweren, Leute. Es ist wirklich, wirklich cool umgesetzt. Und ich hoffe, dass es ja noch lange hier in der Featured Playlist bleibt, dass man sich das einfach mal eine Runde auf Gönnerbasis... Oh nein, Digga, ich bin so dumm. Ach du Scheiße. Okay, Leute, lasst gerne ein Like da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.